Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 23 Create My Team hier bei Heisenberg Zock. So, 1:1 gegen Mainz, das war keine Glanzleistung. Nein, war es definitiv nicht. Jetzt haben wir noch den Herrn Haas verkauft, beziehungsweise jetzt habe ich gerade gelesen, den können wir gar nicht verkaufen, weil unser Kader zu klein ist. Okay, das würde heißen, der bleibt. Fände ich jetzt auch nicht so wahnsinnig schlecht. Wir haben halt kein Geld, wir können nicht viel machen. Mit 300.000, ja, da kannst du dir einen Blumentopf kaufen und den in der Zentrale hinstellen. Viel mehr geht da tatsächlich nicht. Wir müssen warten und halt vielleicht auch noch jemanden verkaufen. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Ganz einfach, weil wir was machen können. Wir haben unsere Leute soweit noch. Wir schauen mal, was da kommt. Wahrscheinlich wird jetzt dann eh langsam aber sicher, ja, das Leverkusen-Spiel kommt. Ja, langsam aber sicher. Moment, jetzt muss ich schnell gucken, bevor ich hier was mal andere Vereine abgeworben. Das ist uninteressant. Leo Wagner ausleihen. Ja, könnt ihr machen. Moment, aber natürlich nicht mit Kaufoption. Die Malocchini, sondern nur eine Laie. Ja, machen wir mal ein Jahr, das ist okay. Gut, passt soweit, jawohl, haben wir. Können wir das auch löschen. Der Transferschluss müsste doch eigentlich langsam kommen, denke ich. Da ist eine Uhr, die da abläuft. Jetzt haben wir aber erst noch ein Training. Und zwar, ja, Dribbling Labyrinth, das gehen wir sicher auch noch an. Aber C, da würde ich sagen, das machen wir dann in der Saisonpause. Wir haben nochmal Post. Schönes Bild davon, Jan Sommer, wie er so hüpft. Jetzt möchten die Antwerper den Herrn Wagner noch. Okay, ja, könnten wir ja... Ne, zurückziehen steht hier. Ja, aber wenn die... Ne, guck mal, Leo. Leo Wagner hat den Wechsel zu Sassuolo Calcio abgelehnt. Okay, das ist ja in Ordnung. Aber... Da läuft noch das mit dem anderen Team. Okay, und warum kann ich jetzt hier nicht einstellen, dass wir das andere Angebot auch gerne prüfen würden? Ja, das hier. Ja, geht nicht. Okay, gut. Also dann, ja, löschen wir das mal. Okay, hier, das habe ich gemeint. Das schöne Bild, das sieht doch cool aus. Wie hier den Ball über die Latte lenkt. Wunderbar. Gut, wir gehen weiter. Haben nochmal ein Training. Ja, fast ein Triple A. Das ist so schlecht nicht. Das lassen wir mal laufen. Gehen wieder eins weiter und kommen dann zum Leverkusen-Spiel. Ne, kommen wir nicht. Oh, guck mal einer an. Okay, da ist diese Uhr, die ich gemeint habe. Also die Transferperiode, die endet, wenn diese 10 Stunden durch sind. Wir schauen mal, was passiert, würde ich vorschlagen. Wenn, dann kommen Angebote für uns. Da haben wir schon eins. Angenommen. Okay, jetzt warten sie auf die Bestätigung. Die können sie haben. Angebot annehmen und dann ist der Herr Wagner weg. Für kurze Zeit. Stand da gerade noch, eben für ein Jahr, glaube ich. Gut, wir düsen eine Stunde weiter. Würde mal die Gerüchte im Auge behalten. Da ist wieder was. Was? Wir müssen Sie leider darüber informieren, dass wir unser Angebot für Leo Wagner zurückgezogen haben. Aha, die Antwerpner. Antwerper Dingens, okay. Keine Aktion verfügbar? Nee, der ist ja weg bei Mallorca. Okay, also, ja, dann zieht das zurück, weil ihr kriegt den auch nicht. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Dann haben wir eine Stunde weiter. Wir haben, glaube ich, niemanden auf der Transferliste. Aber wir könnten trotzdem Angebote kriegen. Ja, ein Sommer für 1,1 Millionen. Ja, träumt weiter. Achso, da wird nur noch ein Spieler kriegen. Ist mir aber tatsächlich komplett egal. Das machen wir mit Sicherheit nicht. Ja, ein Sommer bleibt. Logisch. Zack, einmal weiter, einmal diesen. Jo, gehen wir wieder weiter. Bei den Gerüchten sehe ich nichts, was uns betrifft. Mach mal eine Stunde weiter. Ja, mach einem anderen Team einen Strich durch die Rechnung. Dafür brauchst du Geld, liebes Spiel. Geld, das wir nicht haben. Ja, doch, da ist noch mal was. Die würden immerhin 10 Millionen bezahlen für Jan Sommer. Ja, ändert aber tatsächlich nichts dran, dass wir das nicht machen. Wir behalten Jan Sommer, ganz klar. 36. Ja, da müssen wir dann schon langsam tatsächlich auch mal noch gucken, ob wir den nicht vielleicht doch dann auf die nächste Saison hin noch verkaufen, solange wir noch Geld kriegen für ihn, weil der ist natürlich schon älter. Mallorca, jetzt sind hier, jetzt ist hier wieder was zum Stillstand gekommen. Also irgendwie der Herr Wagner, ich weiß nicht, möchte der nicht? Oder möchten die Vereine dann irgendwie plötzlich nicht mehr? Ja, noch 2 Stunden. Ich sehe immer noch nichts in den Gerüchten über uns. Aber da haben wir doch mal was. Fenerbahce möchte, jetzt ist schon wieder der Herr Leo Wagner, also das zieht sich ja hier wie ein roter Faden. Also ich meine, ich kann nichts machen, außer delegieren. Vielleicht haben sie es halt tatsächlich abgelehnt, weil wir
die Kaufoption nicht wollen. Machen wir mal 2 Jahre. Mal gucken, vielleicht hilft das eher, dass er dann gehen kann. Zumindest eben ausgeliehen wird. So, nochmal eine Stunde und dann nochmal eine und dann haben wir da durch. Ja, die letzte Stunde. So, mal gucken, ob nochmal was kommt. Wir werden es gleich wissen. Nein, da ist die Transferperiode. Da ist die Transferperiode durch. Wir kommen zur Partie. Ja, dann haben wir hier eigentlich jetzt in der Transferphase nicht mehr allzu viel gemacht. Ja, wir konnten nicht, wenn wir halt das Geld nicht haben. Wenn wir das allen Ernstes erst im Sommer kriegen, was wir hier eigentlich noch zugute hätten, dann ist nicht ganz einfach. Gut, ich würde sagen, wir gehen in die Partie rein. Lass mich noch schnell gucken. Leverkusen ist auf Rang 6. Okay, die sind also doch ziemlich in der Nähe von uns. Wenn wir das gewinnen, dann können wir uns ganz nach oben orientieren. Wenn wir das Ding verlieren, ja, dann kommen die halt näher. Aber wir wollen das Ding natürlich nicht verlieren, wir wollen es gewinnen. Wir gehen mal rein. Wir haben Rot gegen Rot, Halleluja. Einmal mehr. Ist natürlich Leverkusen. Ja, ist normalerweise schon blau. Rot, was sage ich denn? Ja, aber das gefällt mir nicht. Ne, wir machen für uns unser Rot und ganz frech, ja tatsächlich, für Leverkusen weiß. Was fällt mir zu Leverkusen ein? Tranquillo Barnetta. Natürlich, mit dem habe ich schon mal ein Bier getrunken. Ich glaube, das sage ich jedes Mal, wenn ich den Namen nenne. Dann Bernd Schuster war bei Leverkusen. Ja, habe ich sonst noch was? Olaf Kirsten, genau, der war doch auch bei Leverkusen. Gut, also Trikots haben wir. Die Mannschaft, ich würde sagen, ja schon die stärkste, die wir haben. Oder wir nehmen Herrn Grant raus und bringen... Nee, wir fangen mit Herrn Grant an, weil die Kondition von Herrn González, die reicht sowieso nicht über die 90 Minuten. Also von daher können wir das so angehen. Jetzt habe ich nicht aufs Wetter geachtet. Na, wir haben... Ja, kein Regen. Okay, gut, dann müssen wir uns damit abfinden. Hilft ja nichts. Schönes Stadion tatsächlich hier, die Bayer Arena. Ja, nicht unwichtig das Spiel. Da werden wieder Weichen gestellt natürlich. Ich hoffe, wir haben einen guten Tag. Da haben wir Herrn Haas. Dahinter, wie immer, Jan Sommer, der jetzt bei uns geblieben ist. Man könnte sich darüber diskutieren, ob wir den nicht vielleicht besser für 10 Millionen verkauft hätten. Weil jetzt hätten wir die 10 Millionen noch gekriegt. Und dann halt vielleicht mit Ziggy als Nummer 1 wieder weitermachen. Aber ich bin halt schon ein Freund von Jan Sommer. Ich möchte den eigentlich behalten. Die Überlegung eben, wenn er natürlich 36 ist, er wird nicht mehr ewig lange spielen. Am Schluss kriegen wir für den gar nichts, dann hört er halt einfach auf. Dann haben wir die 10 Millionen auch nicht. Aber ich würde sagen, wir gehen mal rein. Ui, schön, das Stadion proppenvoll. Eine schöne Affiche und wir spielen von rechts nach links in den roten Trikots. Das Ziel, klar, ein Sieg. Ob wir das hinkriegen? Oh, Heisi vertändelt da den Ball leider. Ja, aber die Leverkusener machen das ähnlich. Sie vertändeln ebenfalls. Ja, Birindelli, laufen sie mal. Stark, Lauf, Take. Ja, aber da hat dann Leverkusener halt aufgepasst. Aber das dann wieder stark gemacht. Jawohl, herrlich. Oh, ein wunderschönes Tor von Heisi. Das kann er halt. Das mit der Drehung und der Abschluss und die Vorbereitung, würde ich sagen, auch wirklich stark. Also, lass mich mal nochmal gucken. Hier, der Pass. Dann er rennt zur Linie in den Rücken. Einmal der Drehung und abgeschlossen. Also, das ist fast ein bisschen aus dem Lehrbuch, behaupte ich. Und Heisi halt stark. Der lässt sich sowas nicht nehmen. Wenn er da eine Chance hat, also... Von 20 Schüssen gehen da 19 rein, behaupte ich. Das ist halt genau die Qualität, die der junge Mann inzwischen hat. Und für uns ein sehr guter Start. Nach gerade mal 6 Minuten. Und jetzt ist halt einmal mehr. Aufpassen, Leute. Jetzt nicht wieder irgendwie in dieses Lapidare reinkommen. Dass wir jetzt gleich eben den Gegentreffer kassieren. Oh, das war natürlich ein katastrophaler Fehler. Tackel bremst nochmal. Macht er eigentlich gut. Da kann man auch nochmal bremsen. Jawohl, Seite gewechselt. Oh, stark. Aber leider nicht gut gemacht hier von... Ich weiß gar nicht, wer es war. Steht einer am Weg, da kann ein Babu nicht durch. Ja, und jetzt haben wir genau die Situation. Jetzt nicht irgendwie ein Käse. Oh, ein Babu ins Leere. Oh, ein Haas ins Leere. Und Jan Sommer muss aufpassen. Ei, was war das für eine Verteidigung? Beide gehen ran, beide kommen nicht an den Ball ran. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Erste Chance für Leverkusen. Kann mir nicht gefallen, was ich hier sehe. Vargas, jawohl. Sicher klärt. Da ist Ossi eigentlich noch hinten. Oh. Das war von Konaté aber in letzter Sekunde. Oh, die Grätsche. Brandgefährlich, aber dermaßen wichtig. Der hätte ins leere Tor geschossen hier, der Leverkusener. Guck mal. Oh, sehen wir nicht. Ach, wie kann man das denn jetzt abbrechen, Leute? Ja, sonst müsst ihr das Video nochmal kurz zurückspulen. Das war sensationell von Konaté. Das wäre ein sicheres Tor gewesen, tatsächlich. Und zwar für die Falschen. Da hätten wir es dann wieder gehabt mit diesem blöden Ausgleich. Dass wir das nicht halten können, was wir haben. Ah, geht drauf. Ja, zum Glück verzieht er irgendwie die Abwehr. Ganz komisch. Rennt hier im Schilf rum. Das ist eigentlich nicht, was wir wollen. Ja, der macht eine Drehung und schießt. Allerdings, er schießt halt zum Glück dermaßen schwach. Er ist noch ein sehr junger Mann. Also der hat natürlich noch Potenzial. Ist unser Bewurst, ist ja nicht unserer. Ja, gut von Babu. Oh, Heisi. Ossi. Oh, Ossi wird da gestört leider. Und dann die Grätsche daneben. Jetzt heißt wieder aufpassen. Solange es 1-0 steht, haben wir die 3 Punkte. Das sollte man nicht leichtfertig verdatteln, wenn da Leute in die Tiefe rennen. Jetzt müsste halt die Abwehr einfach geschlossen stehen bleiben. Dann stehen die alle im Abseits, aber das ist irgendwie bei FIFA nicht drin. Oh, fast. Jawohl, gut gemacht. War, glaube ich, schon wieder Konaté. Auf Ossi. Und Heisi geht. Jawohl. Oh. Stark. Und jetzt nochmal. Jawohl. Oh, Grant. Ah, schade. Eigentlich fast durchgekommen. Jetzt wieder aufpassen. Jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Es ist ein Hin und Her hier. Ja, hast den Babu. Ja, komm nochmal. Oh, gut. Frech gemacht. Oh, und dann werde ich da tatsächlich ins Aus rausgedrückt. Das haben sie clever gemacht. Hier die Leverkusener. Oh. Ja, guten Babu. Komm, hast du. Jawohl, stark. Oh, guter Ball auf Ossi. Lauf, du bist schnell. Das kannst du. Nein, an den Pfosten, im Ernst jetzt. Ah, wie viel Pech kann man denn haben? Gut, von Tacke. Oh, da muss er früher spielen. Da darf er nicht noch anfangen, den Ball zu stoppen. Allerdings, wir haben die Kugel wieder. Oh, stark gemacht. Jawohl, starker Ossi. Und da ist der Torwart dran. Schade, wir sind eigentlich dominierend. Wir müssen hier nochmal das 2-0 machen, damit wir mal ein bisschen Sicherheit haben. Kommt da bitte einer? Ich drücke das Knöpfchen. Da, jetzt kommt da einer. Von zu hinterst. Stark gemacht. Oh, schade, das ist zu eng. Das ist halt dort dann eben dribbeln, ist natürlich nie gut. Oh, gefährlich. Lauf, lauf einer. Lauf, 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 Take. Oh nö, Pfosten, Pfosten rein. Jetzt haben wir es doch wieder. Oh, und ich habe halt den Spieler abgewählt und dann bremst er wieder. Und bis der dann wieder in die Gänge kommt, das ist ein Kreuz. Take ist so ein schneller Mann, aber das hat überhaupt nichts gebracht. Und der macht tatsächlich Pfosten, Pfosten rein, während halt Ossis Schuss nur an den Pfosten geht. Ja, da kann auch Jan Sommer nur noch den Kopf schütteln. Ne, das müssen wir nicht nochmal sehen. Jetzt sind wir allen Ernstes wieder bei diesem 1-1. Wir gehen in Führung, spielen gut und können dann einfach das zweite Tor nicht schießen, was dann eben mal Ruhe reinbringen würde. Oh, da geht der Kollege aber hier mal gut durch. Oh, Heisi. Ja, und da ist Pause. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist wieder ein typisches Spiel. Eigentlich gut gespielt. Ich behaupte, wir waren stärker als Leverkusen. Ja, aber wir kriegen das zweite Tor nicht hin und kriegen dann ein blödes Gegentor. Und das war ein blödes Gegentor tatsächlich mit diesem blöden Pfosten rein. Wie sieht's aus? Ich würde Grant rausnehmen und Gonzales bringen. Und auf den Flügeln nehmen wir... Nee, auf den Flügeln lassen wir es mal. Ich sehe zwar Kubo halt tatsächlich relativ selten. Ich muss gestehen, ich bin auch kein großer Kubo-Fan mehr. Ich würde das jetzt nicht als Fehlkauf bezeichnen, aber... Oh, da war ich doch eigentlich dran. Aber er ist halt schon nicht unbedingt... Wie soll ich sagen? Jemand, der...
massiver auffällt. Gut gemacht. Guter Ball auf Ossi. Und dann zu optimistisch auf Heisi leider. Aber da passt Konaté einmal mehr auf. Jawohl, geht zu Jan Sommer zurück. Macht er vernünftig. Oh, schade. Doch, es geht tatsächlich. Oh, gut gemacht. Jawohl, stark gemacht vom jungen Mann. Flanke und Ossi. Oh, was für ein schönes Tor. Hui, wie hat er die denn gemacht? Oh, Flanke von Babu. Ganz, wie soll ich sagen, unkonventionell das Tor. Flanke von Babu, eine sanfte. Der stoppt sie mit dem Oberschenkel Ossi und schließt ab. Da sehen wir es nochmal. Mit der Brust gestoppt. Direkt abgeschlossen. Herrlich. Herrliches Tor tatsächlich. Sowas behaupte ich, kann nur Ossi. Er ist ja, glaube ich, auch immer noch jung, oder nicht? Und Stärke hat er 89, das ist natürlich schon. Er kratzt hat dann der 90. Das ist natürlich schon dann langsam, würde ich mal sagen, zumindest europäische Spitze, was wir hier im Sturm haben. Gut, also jetzt aber irgendwie konzentrieren, Leute. Macht jetzt keinen Käse. Oh, da ist Heisi halt fast dran gewesen. Also jetzt halt nicht irgendwie den Ausgleich kassieren. Oh komm, den hast du doch. Nee, hast du nicht. Ja, gut gemacht von Birindelli. Birindelli wie immer top unterwegs. Da wechseln die Leverkusener. Wir müssen jetzt ja gucken, dass wir das über die Zeit bringen. Und vielleicht, oh lala, vielleicht dann da noch irgendwie nochmal eben Tor schießen, damit wir hier Ruhe haben. Komm, ich bin dran. Oh, ich war fast dran. Zum Glück haben wir noch Jan Sommer im Tor. Der diesen Schuss zum Glück noch entschärft. Da sehen wir es nochmal. Ja, hat er gut aufgepasst. Ja, Jan Sommer ist halt schlicht und einfach, sagen wir mal so, sein Geld dicke wert. Also das wäre keine gute Idee gewesen, dann doch den zu verkaufen. Babu klärt. Babu gewinnt wirklich sehr viele Zweikämpfe. Den hier ebenfalls. Ah, da geht der Ball raus. Das war nix. Ich wollte natürlich zu Taki spielen. Keine Ahnung, warum das nicht geklappt hat. Ich werde Taki gleich rausnehmen. Und Stojanov bringen. Oh, ui, okay. Jetzt kommen wir unter Druck. Wir hatten eigentlich eine gute Phase, aber jetzt kommen wir unter Druck. Okay, Kubo geht raus. Und Stojanov kommt rein. So, haben wir das gerade? Ja. Taki immer eher durchwachsen. Da gefällt mir Vargas besser. Oh, komm, haben wir. Oh, jetzt haut der den noch raus, der Herr Vargas. Was war das denn? Ja, jetzt versuchen sie es mit einer kurzen Ecke. Ja, gut geblockt. Das hat er gut gemacht, der Herr Vargas. Einfach mal abgewartet. Auch stark. Jetzt Konter fahren. Ossi, mach. Oh, da tändelt er auch zu lang. Im Ernst jetzt. Oh, gefährlich. Oh, geht drauf. Oh, nö, es ist doch nicht zu glauben. Echt jetzt? Ja, es nervt. Gibt's doch nicht. Ich komme halt wieder nicht an den Ball ran. Und dann machen die ein Kurzpassspiel. Ja, machen sie geschickt. Ja, aber dass der dort noch den Ball irgendwie so rüberschieben kann. Also da muss halt ein Verteidiger irgendwie wirklich in der Nähe stehen und dazwischen gehen. Da hat Jan Sommer wieder keine Chance mehr. Eieiei. Also wir verschenken tatsächlich einfach auch Punkte. Außer wir können das vielleicht jetzt nochmal drehen. Da müssen wir gucken, ob wir das hinkriegen. Vargas mit Tempo, aber guck mal, hier ist halt weit. Du brauchst jetzt nicht mal annähernd jemand. Wo gibt's denn sowas? Oh, gut in die Tiefe. Allerdings, da hat der Kollege nicht aufgepasst. Ich glaube, Stojanov war's. Da kommt ein Babu zu spät. Ja, da kommt er aber rechtzeitig, immerhin. So, kommt, wir brauchen die Kugel. Wir wollen noch ein Tor schießen. Ich möchte hier 3 Punkte holen. Allerdings, wir müssen natürlich auch aufpassen. Das möchten die Leverkusener auch. Oh, ich komme irgendwie nicht an die Bälle ran. Ist ganz komisch. Oh, ja, da war Konaté noch tatsächlich mit dem Fuß dazwischen. Glück gehabt. Da sehen wir es aus der Nähe. Ja, ist natürlich brandgefährlich, wenn Konaté da den Fuß nicht hat.
wechsle nochmal schnell. Mach mal. Ja, dann wechseln wir halt nachher. Oder haben wir schon? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Jan! Sehr gut. Jan steigt in die Höhe und hat die Kugel. Und die haben noch ein, vielleicht maximal zwei Angriffsmöglichkeiten. Dark von Babu. Oh, schlechter Pass. Das war ganz schlecht von... ich glaube, ein Babu war es. Aufpassen, wenn der hier steil geht. Oh, schlecht. Oh, Jan. Oh, nochmal eine Riesenchance für die Leverkusener. Die haben die Chancen, die ich eigentlich für uns gerne hätte. Ja, gut gemacht. Da hat ein Babu Platz. Auch gut gemacht. Oh, aber dann diese Drehung. Hat dann nicht funktioniert. Das ist natürlich auch viel zu gefährlich. Oh, nö. Nein. Nein, es ist halt einfach... Ich komme da nicht durch. Ja, 2-2. Es bleibt beim 2-2. Wir waren zweimal in Führung. Und hätten zweimal im Prinzip das nächste Tor noch machen können. Aber irgendwie, es ist halt dann doch irgendwie der Wurm drin. Eieiei, jetzt haben wir zwei Unentschieden in Folge gehabt. Das heißt, wir haben natürlich im Endeffekt vier Punkte verloren, verschenkt. Das kann nicht sein, was wir wollen, wenn wir vorne mitspielen wollen. Das ist Käse, anders kann ich nicht sagen. Schade, ärgerlich. Jetzt das zweite Tor hat mich jetzt tatsächlich geärgert. Das hätte jetzt dermaßen nicht sein müssen. Aber es ist ein Fußball. Was wäre Fußball ohne Emotionen? Was wäre Fußball, ohne dass man sich auch mal ärgert? Muss man halt auch ganz klar sagen. Gut, Tabelle. Okay, wir haben das Viertelfinale im Pokal gegen Waldhof Mannheim. Das ist das nächste Spiel. Und wir haben siebenmal Post. Ja, das heißt, wir haben in der nächsten Folge einiges zu tun. Erstmal verarbeiten, dass wir jetzt hier tatsächlich dieses Ausgleichstor wieder noch kassieren mussten vom bösen Herrn Garcia. Nein, das ist natürlich nicht böse, das ist ein Arbeitskollege, der ist schon okay, aber er hätte nicht unbedingt das Tor schießen müssen. Danke euch fürs Zusehen und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss.